Ja, hallo, liebe Leser von Golf Rules und natürlich auch inzwischen unsere Freunde auf dem YouTube-Kanal. Und zwar geht es heute in der fünften Folge, sind wir schon bei Golf Rules at Home, um das Thema Hemmnis noch einmal. Wir hatten das ja das letzte Mal und wir hatten die Nachfrage von einem unserer Leser: Was ist denn eigentlich, wenn ein Ball auf einem Hemmnis zur Ruhe kommt? Auch das hatten wir letzte Mal, aber in diesem Fall ist der Ball im Vordachbereich dieser Hütte zur Ruhe gekommen. Wie ist das regelkonforme Vorgehen, wenn die Spielrichtung links an der Hütte vorbeigehen? Was ist zu tun? Ja, unabhängig von der eigentlichen Balllage ist entscheidend, dass der Spieler durch das Hemmnis behindert wird. Und dabei ist es jetzt nicht so ganz entscheidend, ob der Ball auf, im oder unter einem Hemmnis liegt, sondern die Beeinträchtigung von diesem Hemmnis. In diesem Fall klar künstlich, eine künstliche Hütte. Und der Spieler hat somit die Möglichkeit, die Erleichterung in Anspruch zu nehmen. Ihr seht selbst, das Spielen ist unmöglich. Das Hemmnis behindert meinen Schwung in diesem Fall. Und die erste Frage, die sich dann stellt, ist es ein unbewegliches Hemmnis oder ein bewegliches? Also in diesem Fall schwierig, beweglich, also in diesem Fall eigentlich eher unbeweglich. Und deswegen kommt Regel 16 zur Geltung, wie wir das mit dem Weg hatten in unserer vierten Folge. Es gilt also nun, den nächstgelegenen Punkt der vollständigen Erleichterung zu ermitteln. Für mich als Rechtshänder dieser Punkt und wie das dann geht, Punkt ermitteln, Erleichterungsverfahren in Anspruch nehmen. Das hatten wir in den letzten Beiträgen schon. Insofern spulen wir da mal ein bisschen vor und machen das mal ein bisschen schneller. Spannend ist dann nochmal die Betrachtung von beweglichen Hemmnissen. Angenommen, ein Spieler vor euch hat eine Bunkerhake. Ich hatte jetzt zwar keine zur Hand, aber sag ich mal hier in diesem Fall einen Schneeschieber auf dem Fairway liegen lassen und euer Ball ist unter diesem beweglichen Hemmnis zur Ruhe gekommen. Was dann? In diesem Fall darf das Hemmnis, weil es etwas Künstliches ist, entfernt werden. Und wenn der Ball sich dabei bewegt, darf der Ball an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden. Also spielen unmöglich. Um aber die Stelle hinterher noch genau identifizieren zu können, empfiehlt es sich, gerade wenn es abschüssige Bereiche sind, vorher die Stelle zu markieren, dann das bewegliche Hemmnis zu entfernen. Sofern der Ball sich dabei nicht bewegt hat, alles in Ordnung. Hätte sich der Ball bewegt, dürfte der Ball an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden und könnte gespielt werden. So spannend wird es jetzt, wenn der Ball auf einem beweglichen Hemmnis liegt, weil dann ist das Verfahren etwas abgewandelt von dem, was wir gerade erklärt haben. Auch in diesem Fall ist das Hemmnis etwas Künstliches, was hier nicht auf den Platz hingehört und deswegen kriegt der Spieler straflose Erleichterung. Aber das Erleichterungsverfahren ist in diesem Fall etwas anders, weil der Ball ja nicht direkt den Boden berührt, sondern ja, der Ball auf etwas liegt und insofern gilt es als erstes, einen Bezugspunkt zu ermitteln. Also in diesem Fall direkt unter der Stelle, wo der Ball liegt. Ich kann diese Stelle mit einem Tee markieren und dann das Hemmnis entfernen. Und diese Stelle ist mein Bezugspunkt. So, und ihr ahnt schon, was kommt. Wir haben einen Bezugspunkt, den wir mit dem Tee markiert haben. Und jetzt können wir wieder den Erleichterungsbereich bestimmen. Das Verfahren kennt ihr, deswegen jetzt noch mal wieder im Schnelldurchlauf. Also ihr habt vielleicht gesehen, entscheidend ist, ob das Hemmnis beweglich oder unbeweglich ist. Das heißt, ich muss dort an der Stelle bei einem unbeweglichen Hemmnis den nächstgelegenen Punkt der vollständigen Erleichterung ermitteln und habe dort meinen Bezugspunkt und kann den Erleichterungsbereich definieren. Ist das Hemmnis beweglich, darf ich es entfernen, straflos, wenn der Ball sich dabei bewegt. Und im Sonderfall, wenn der Ball auf einem Hemmnis liegt, was beweglich ist, haben wir dann auch kurz dargestellt. Dann wird nämlich der Punkt, der direkt unter dem Ball ist, auf dem beweglichen Hemmnis. Das ist der Bezugspunkt und von dort kann wieder das Erleichterungsverfahren in Anspruch genommen werden. Ja, das war's schon wieder. Golf Rules at Home Folge 5. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir freuen uns auf weitere Anregungen und Anmerkungen über unser Instagram-Account, Facebook-Account oder natürlich auch per E-Mail an Fragen. @golf-rules.com
Bis dann. Das war's schon wieder. Golf Rules at Home, Folge 5. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, weitere Anregungen, Wünsche, dann bitte über unseren E-Mail-Account fragen@golf-rules.com. Danke. Das war's schon wieder. Golf Rules at Home, Folge 5. Das war... Oh.